Ja, Leute, und willkommen endlich mal wieder. Ich hätte fast mein Kaugummi verschluckt. Endlich mal wieder zu einem. Oh mein Gott, okay, das kann ich jetzt nicht reinstellen. Kann ich? Endlich mal wieder zu einem neuen YouTube-Video. Leute, zuallererst mal, ich hoffe, es geht euch allen da draußen gut. Und wenn nicht, ja, dann eventuell nach diesem Video. Ich dürfte eigentlich gar nicht so laut schreien, denn mein Kater schläft hier auf der Couch. Ich kann euch das mal eben kurz ganz spontan hier zeigen. Guck mal, so richtig professionell nehme ich hier die Kamera vom Stativ und zeige euch hier meinem Kater, wie er schläft. Ich glaube, das habe ich schon mal ein Video gemacht. Ja, das habe ich definitiv schon mal ein Video gemacht. Oh mein Gott. Und jetzt machen wir die Kamera wieder ganz professionell auf das Stativ und machen weiter mit dem Video. Naja, jedenfalls freut es mich, dass die Leute, die mich noch einigermaßen mögen, hier eingeschaltet haben in diesem Video oder an diesem Video bei. Ach komm, Leute, ich bin hier kein Deutschunterricht mehr. Ich möchte heute einen kleinen Test endlich mal wieder mit euch machen, denn mir fiel spontan nichts wirklich anderes ein, aber ich dachte mir, yo, einen Test kann man immer machen und ich habe es lange nicht mehr gemacht und so einen Test habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Ihr habt wahrscheinlich schon gelesen im Titel, was das für ein Test sein wird und zwar, ob ich jetzt glücklich oder unglücklich bin. Und deswegen würde ich sagen, rede ich jetzt auch gar nicht viel zu lange und wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Besteht ein Zweifel oder nur zur Absicherung? Wie auch immer. Hier findest du es heraus. Hat 3 Sterne von 5 und wurde erstellt am 15.09.2009. Also ist schon 10 Jahre. So, ich würde einfach sagen, wir fangen einfach an mit der ersten Frage. Und zwar lautet die Frage, regnet es gerade? Ich schau mal eben. Nee, nicht wirklich. Also es ist halt so wolkenmäßig, aber regnen tut es nicht. Kann man hier irgendwas mit Wolken sagen? Warte mal. Nein, es herrscht strahlender Sonnenschein. Das jetzt nicht. Mag nicht nachsehen, entschuldige. Kann sein, dass es noch anfängt. Bestimmt ein bisschen. Okay, dann würde ich sagen, ich tippe einfach mal an. Mag nicht... Nee, warte, was für mag nicht nachsehen? Ich habe doch schon nachgeschaut. Ich sag einfach mal, kann sein, dass es noch anfängt, oder? Jo. Okay, die nächste Frage ist, hast du manchmal richtig Angst und weißt du nicht genau, warum? Also an sich Angst eher weniger. Also wenn Angst, dann weiß ich schon, warum. Guck mal, ob das hier jetzt Ausfall ist. Also hier steht eigentlich nicht richtig Angst. Mir ist eher unheimlich. Das jetzt nicht. Nein, warum auch? Alles klar. Hatte ich auch schon, aber eher selten. Ja, auch. Ich habe manchmal Angst, weiß aber meist weshalb oder wovor. Das tippe ich an. Das ist echt gut. Denkst du, glücklich sein kann man lernen? Leute, kann man glücklich sein lernen? Nee, oder? Also doch, vielleicht schon. So ein bisschen kann man das... Nee, was laber ich? Nein, man kann es nicht lernen, oder? Vielleicht von anderen Leuten, die es einem beibringen, aber nicht von selbst. Ja, nein, nein. Entweder man ist es oder nicht. Das ist bestimmt schwierig. Also ich nehme einfach mal nein, entweder man ist es oder nicht, weil, keine Ahnung, oder? Ist doch so. Warum machst du diesen Test überhaupt? Weil ich endlich mal wieder hier meine Zuschauer unterhalten möchte. Aber ich glaube nicht, dass ich hier das als Auswahl gibt. Okay, auf jeden Fall hier aus Freude und Interesse, das jetzt nicht, oder? Ich weiß gar nicht, mal gucken. Ich würde gerne wissen, ob ich glücklich bin, sein kann, what the hell. Weil ich denke, ich bin unglücklich aus Langeweile. Ich weiß eigentlich, dass ich glücklich bin, keine Ahnung. Ich tippe einfach mal aus Freude und Interesse an. Weinst du oft? Nein. Also wirklich, ich glaube, ich weine sogar viel zu selten. Nein, also ziemlich, ja, kommt drauf an, vor anderen Leuten sicher nicht. Nein, schon ab und zu, aber nicht immer aus Trauer. Ich sage jetzt einfach mal nein. Wo würdest du am ehesten eine Blume suchen? Echt jetzt? Das ist eine Frage und das soll mir zeigen, ob ich glücklich bin? Okay, also im Garten, ja doch, oder? Auf einer großen Wiese, die wachsen überall, in einem Blumengeschäft, im Wald. Oder wo würde ich nach einer Blume suchen? Im Garten. Ich nehme im Garten. Und etwas zu trinken, daheim, in einem Supermarkt, an einem Brunnen. The fuck, wer würde das antippen, an einem Brunnen? Das findet sich auch überall gar nicht. Ich sag jetzt einfach mal in einem Supermarkt. Ich meine, hä? Ja, wobei daheim, etwas zu trinken gibt's auch daheim, ja, natürlich. Nee, in einem Supermarkt, komm. Wähle eine Farbe spontan. Okay, spontan. Grün, Violett, Blau, Gelb, Orange. Blau, oh Gott, keine Ahnung, Mann, Orange. Würdest du Freunde anlügen? Oh Gott, nein. Ah, nur wenn es unbedingt sein muss, aber ich hätte ein schlechtes Gewissen. Ja, das kam auch schon vor. Niemals. Ich glaube nicht. Nicht bewusst und eher ungern. Aber vielleicht lässt es sich manchmal nicht verhindern. Das ist echt gut. Ja, das nehmen wir. Warst du als Kind glücklich? So wie alle Kinder, denke ich. Nicht immer. Mehr als jetzt. Ich glaube mehr oder weniger. Ja, sicher. Ich sag jetzt einfach mal, ich glaube mehr oder weniger ja. Nehme ich das. Ja, doch. Ich denke, ich war mehr oder weniger glücklich. Würdest du die Welt als schön bezeichnen? Geht so. Schön ist sie nicht unbedingt. Ich glaube schon. Die Welt an sich, ja. Nicht alles, aber manches an ihr ist sicherlich schön. Bestimmt. Oh, mein Wecker. Würdest du die Welt als schön bezeichnen? Also, wo waren wir hier? Also, nicht alles, aber manches an ihr ist sicherlich schön. Bestimmt nicht. Ah. Hallo? Was? Nein. Wie, sein Auto steht? Achso, die sind wahrscheinlich so zusammen. Gut, meine Schwester ist gekommen. Also erst der Wecker, jetzt meine Schwester. Wer kommt noch? Wer will mich noch stören beim Video, wo ich jetzt 2-3 Wochen nicht aktiv war hier, ne? Dann nehme ich jetzt einfach mal nicht alles, aber manches an ihr ist sicherlich schön. Weil es gibt auch schon Menschen in dieser Welt, die zum Beispiel... Ach, ich brauche gar nicht so viel dazu reden. Ich nehme einfach mal nicht alles, aber manches an ihr ist sicherlich schön. Okay, jetzt kommt die ultimative, Leute. Die ultimative Auswertung kommt jetzt.
Okay, Leute, ich kann das Video jetzt endlich zu Ende drehen. Das ist die Auswertung und ich lese es jetzt einfach mal euch vor so. Ich glaube, ihr mögt das so, yo, ihr braucht nicht selber lesen. Der Niklas lest euch das schon vor so. Du bist sehr unsicher und weißt meist selbst nicht, ob du glücklich bist oder nicht. Könnte sogar stimmen, ja. Bei dir ist es sehr wechselhaft. Mal schwebst du auf Wolke 7, dann wieder fühlst du dich hudelelend und möchtest am liebsten allein sein. Alter, Leute. Das beschreibt gerade wirklich meine Gefühle. Du hast Probleme damit, eine Einstellung zu finden, mit der du leben kannst. Immer wieder suchst du nach neuen Dingen, neuen Ideen, aber wirklich fündig bist du bisher nicht geworden und somit auch nicht wirklich glücklich. Also ich suche nicht wirklich nach neuen Dingen oder neuen Ideen. Bin da viel zu unmotiviert, Leute. Oh Mann, also beziehungsweise mir fällt nichts ein. Okay, aber das kann noch kommen. Dankeschön, okay. Lerne den Moment zu lieben, in dem du dich befindest, statt auf noch andere Momente zu warten. Das werde ich machen. Danke. Ich genieße jetzt einfach mal diesen Moment hier, als ich das Video drehe, indem ich das Video drehe. Leute, ich gebe es auf mit meinem Deutsch. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was bei euch bei dem Test rauskommen. Also ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, hä, wie soll ich denn das jetzt sagen, was bei mir rauskam? Und zwar, ich sag's euch, und zwar habe ich den Test in der Videobeschreibung verlinkt. Und wer möchte, kann ja dann den Test auch machen und dann seine Auswertung in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt glücklich seid oder eher unglücklich. Würde mich nämlich sehr interessieren. Und Leute, ihr wisst ja, ich lese eigentlich ziemlich alle Kommentare durch. Also ich lese mir eigentlich echt alle Kommentare durch. Gebe auch meistens ein Herz unter den Kommentaren. Wollte ich einfach mal gesagt haben. Und ansonsten, falls euch jetzt dieses Video hier gefallen hat, dann zeigt es mir doch gerne mal mit einer positiven Bewertung. Würde mich persönlich sehr glücklich machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid jetzt nach diesem Video hier glücklich. Wobei, nee, jetzt seid ihr ja unglücklich, weil mein Video vorbei ist. Ach, ich gebe es einfach auf. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.